So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Jetzt werdet ihr sagen, es ist doch gar nicht Mittwoch. Ja, das stimmt, am Mittwoch kam nämlich ein neues Infovideo raus, deswegen musste ich das schnell up to date hochladen. Also dachte ich, wir machen einfach Raid am Mittwoch am Donnerstag. Da kam aber auch ein neues Event, das wurde angekündigt. Also dachte ich, mach mal halt Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Jetzt ist gestern schon wieder ein neues Event angekündigt worden. Also hätte ich Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag machen müssen. Da ist aber C-Day, da möchte ich den C-Day streamen und das C-Day Ausbeute-Video machen. Also müsste ich Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag machen. Aber am Samstag ist auch Raid-Boss-Wechsel auf Groudon. Da hätte ich gerne einen Community-Raid gemacht und den am Sonntag hochgeladen, up to date. Also hätte ich Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag, am Montag machen müssen. Aber das ist so spät. Da ist am Mittwoch ja schon wieder Raid am Mittwoch. Und das fand ich dann irgendwie komisch. Und dann habe ich gedacht, ist egal. Die überhäufen euch mit Events und mit Zeug und mit Infos so extrem. Wir machen einfach heute am Freitag, Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Und das Infovideo zu dem nächsten Event, was nach dem nächsten Event ist, was aber nach dem nächsten Event ist, weil es so kompliziert ist, dass die einfach 10 Events nacheinander raushauen, jeden Tag als Infos und die immer weiter weg sind. Das heißt, wenn das Infovideo für ein Event ist, was erst in 3 Wochen ist, dann ist das auch nicht schlimm, wenn man es nicht am Freitag bringt, sondern erst am Montag. Dann hat man nämlich Raid am Mittwoch abgearbeitet, man hat den C-Day hinter sich, man hat den Community Raid hinter sich, man ist in der Groudon-Phase und kann sich dann auf die Sakyan-Phase vorbereiten. Wir haben jetzt wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei Bobserob, der hat ein 100% Memeion gefangen in Wülfershausen an der Saale, Bayern, Deutschland. Den kenne ich noch aus der Hildburghausen-Zeit. Das ist nämlich ein Arzt vom Krankenhaus gewesen oder ist noch. Und der war auch immer bei den Raids dabei, hatte auch immer 2 Accounts. Das war eine gute Zeit. Grüße gehen raus an Bobse Rob. Auch wenn er das bestimmt nicht sehen wird, finde ich cool, dass er immer noch spielt und in die Hibu-Gruppe ab und zu mal noch was reinpostet. Dann habe ich mit meinem kleinen Account was getauscht, weil ich ja immer meinen täglichen Tausch machen möchte. Gebe mir da immer irgendwas Altes rüber, habe dem einfach mal ein Kyoke gegeben, damit ich noch ein XL-Bonbon für das Kyoke bekomme. Und es ist auf dem kleinen Account einfach ein 100%iges Kyoke geworden. Das war kein Glückstausch. Das Pokémon war alt, was ich mir gegeben habe und deswegen ist es lucky geworden. Und die Gegenseite Kyoke ist dann eben auch lucky geworden in 100%. Prinz, du hast dein erstes Döner-Pokémon gefangen. Das ist das Volley aus der Forschung, was man kriegen konnte, was jeder kriegt. Bei ihm ist es sogar shiny gewesen. Glückwunsch dazu. Das ist natürlich cool. Also wer das noch nicht wusste, die Döner-Pokémon können auch shiny sein. Die Döner-Pokémon kann man in Döner-Raids nutzen und man kann sogar in der GBL damit zocken. Weil viele gesagt haben, total sinnlos, ich kann gar nichts damit machen. Aber ein Engelchen, ein Vögelchen, die Ausgeburt der Hölle hat mir geflüstert, dass man die auch in der GBL nutzen kann. Stimmt das? Ich habe es nicht ausprobiert. Schreibt es mal rein, wenn das so ist. So, dann bin ich mit 0max6 Glücksfreund geworden. Ich bin mit Greeky Glücksfreund geworden. Greeky, bitte melde dich. Dann habe ich mit 0max6 getauscht. Necrozma gegen Necrozma. Seins ist sogar ein 100%iges geworden. Ich habe meine ganzen Necrozma natürlich aus Gera vom Go-Face dieses Jahr gehabt, deswegen jeder, der eine Necrozma von mir bekommt, wird da Gerard dran stehen. Das ist auch eine kleine Erinnerung, das wisst ihr, da habt ihr auch in den Streams gesehen, wie wir die gefangen haben, bei ihm 100%, Glückwunsch dazu. Dann bin ich mit Shelly Glücksfreund geworden, bitte melde dich. Also ich habe Greeky und Shelly schon angeschrieben, aber irgendwie schreiben die nicht zurück. Dann bin ich mit Anamana Glücksfreund geworden, mit Aquana Girl Glücksfreund, mit Rudi Rüsselix Glücksfreund. Bitte melde dich, habe ich auch angeschrieben, meldet sich nicht. Dann habe ich vom Aquana Girl ein Humanolith bekommen. Ich habe noch keins gehabt, das war Pokédex-Eintrag bei mir. Das ist ein neues Pokémon, was auch ein regionales ist, was es nur in England gibt, also oder in Großbritannien. Entweder direkt nur in England oder in ganz Großbritannien, wo also auch noch andere Sachen dazu zählen. Habt ihr das schon? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn nicht, wenn ihr mal Urlaub macht, vielleicht findet ihr das ja. Sieht richtig genial aus. Dann hat man doch Blinzler, ne? Der Robin, der Blinzler Singapur, wäre dein Ding. Der macht gerade Urlaub in Singapur und zeigt, da gibt es auch ganz viele Nudeln, ganz viele Samyang-Sorten.
Was ich cool finde, ist auch Samyang Cream Carbonara, normal im Laden erhältlich, ist sonst eine Rarität in den Läden. Henry hat mir das C-Day-Ticket für Pokémon Go geschickt. Na, für was denn auch sonst? Jetzt weiß ich gar nicht. Ist das das für den, was kommt jetzt? Am Samstag ist Bonita C-Day. Das müsste das Bonita C-Day-Ticket sein. Danke, Henry. Leider wird mir das nicht mehr angezeigt. In den Neuigkeiten da finde ich dann auch immer nichts. Also bin ich darauf angewiesen, dass ihr mir sagt, wenn ihr mir ein Ticket schickt. Weil normal poste ich das ja immer, aber irgendwie habe ich diese Übersicht leider nicht mehr. Dann habe ich im Shop gesehen, da gab es eine Expertenbox. Da ich ja gerade auf Kyogre-Jagd bin für XL, um meins hochzuziehen auf Level 50, habe ich mir mal von meinen Arena-Coins eine Box geholt. Und die sah richtig gut aus. 47% Rabatt, Expertenbox mit 10 Premium-Kampfpässen. Rest interessiert mich absolut gar nicht. Ich gucke da nur auf die Kampfpässe und habe bei 10 Kampfpässen und 625 Coins, also nur 62,5 Cent bezahlt für einen Kampfpass. Das ist günstig, besser als das Dreierbundle. Timo, meine Legios-Ausbeute, 3 Shiny mitgenommen. Dann hat er hier ein Iso gebrütet in Bayreuth, 100% Babunga gefangen, Babunga der Dunga, wer kennt's nicht, Zickzacks, Shiny mitgenommen, Borki im zweiten Döner-Raid, 100% Döner-Schicki mitgenommen, Döner mit Wasser, ist das gut? Das ist cool, natürlich jetzt auf Jagd zu gehen. Man kann diese kostenlosen Döner-Raids machen und kann dann natürlich auch 100% Pokémon sammeln, die dann halt richtig cool aussehen. Das ist Shiggy im zweiten Döner-Raid und aus der Döner-Quest gab es ja erste Seite Wolli, zweite Seite Raffel, hatte ein Scoviet bekommen. Also Raffel bekommen auch in 100%. Das müsste eigentlich Schocker der Woche sein. Ich kenne noch keinen, der 200%ige Döner-Pokémon hat. Borki ist der erste. Eisbob jetzt. Shiny Chanera, kurz darauf Shiny ausgebrütet, Togepi und direkt danach geplust Shiny Wolli. Und das 100er fängt mir das Plus Plus auch noch 100er Wolli Macholo hier. Das erste Berlin Shiny hat nicht auf sich warten lassen, gefangen noch bevor im Hotel angekommen. Das zweite Shiny Dratini ist irgendwo im Stapel zum Fangen. Berlin, Shiny Hotspot, Wilhelmsdorf, Baden-Württemberg, Gelatini, Mauzi, immer noch der erste Tag, auch Shiny. Dann hat er einen Stop eingereicht. Das finde ich, dass sowas durchgeht, habe ich mich gefragt. Und da habe ich nicht mal bemerkt, dass sein Schatten drauf ist, wie der da steht und ein Bild macht. Ich dachte einfach nur, das ist doch nix. Was ist denn das? Das ist ein Klotz und das war's. Komm am Freitag an, direkt vorm Hotel, einen Stop eingereicht und am Samstagabend ist er schon drehbereit. Perfekt. Das war wirklich Glück mit den Bewertern, würde ich sagen, weil also ich hätte sowas abgelehnt. Und ein Hando Baby gebrütet, Fluffeluff noch mitgenommen. Shiny, der Screenshot ist mir gut gelungen. Sieht so aus, als würde es gerade explodieren mit einem Solarstrahl. Es ist ein Kleinstein, Shiny, explodiert. Das ist cool, das ist aber nicht Schocker der Woche, sondern Bild des Jahres. Dann nochmal Shiny hier Pi, gebrütet. Auf der Rückfahrt, das noch zum Abschluss, Shiny Magnetilo mitgenommen. Und Shiny Absol, was auch gerade erscheint. Richtig schwarzer Hintergrund hier. Piso in der Wildnis, 100% Sneeble von aus dem Grillenberg. Dann danke nochmal, war aus deiner Einladung vom ersten Raid. Die hat nämlich auch beim Legios Raid Day Stream mitgemacht, im Chat gesagt, ich mach mit. Hammer eingeladen unterwegs, hat sie direkt eine Shiny rausgezogen. Glückwunsch dazu. Aus dem Feldforschungsdurchbruch, Shiny Gala Smogmog. Wer noch keinen Shiny Gala Smogmog hat, passt auf für das Event, wo ich Montag erst ein Infovideo mache. Da habt ihr gute Chancen, dann mal eins zu bekommen. Kuselinchen war ein Memeon aus der Feldforschung, 100% Plekleon draus gemacht. Sieht interessant aus, aber ich finde den Hasen mit dem Fußball irgendwie cooler. Dann aus Selm, Nordrhein-Westfalen, kommt auch aus Selm, die Jason aus Selm. Arctip Shiny mitgenommen. Dann hier noch Kyogre, unsichtbares Shiny, man sieht es ja nicht auf dem linken Bild, man sieht nur den Schatten, rechts sieht man es dann. Kaiser Kai, eigentlich hatte ich 5 Shiny Kyogre, aber eins habe ich schon gegen Shiny Rayquaza getauscht. Also sind noch 4 hier, 2 Legios, ein Trassler, das eine ist ein 96er Legios, das ist cool. Auf dem Cutter haben wir auch nochmal Wolli Legios und 3 Shiny Kyogre. Das ist der Grund, warum ich mit dem Account auch ein paar Kyogre Raids mit dir gemacht habe. Da der Cutter-Account auch ein 100% Kyogre hat. Und Rabautz und Knilz. Jetzt piept mein Ohr. Aua, das ist richtig unangenehm gerade. NetGhost,
15 Raids, daraus 3 Shinies bekommen. Bei mir waren es 14 Raids und daraus auch 3 Shinies bekommen, also war besser, ne? Ich war besser, weil ein Raid weniger. Netghost, einfach mal getauscht. Das finde ich jetzt schön, dass der feuerbrennende Spicy Hoplo Hapla Hibidabu Hase einfach so eine rote Umrandung jetzt hier kriegt. Dachte ich, das macht er jetzt mit den anderen Screenshots auch und gibt sich richtig Mühe. 100% einfach beim Tauschen bekommen, aber dann sehe ich, nö, denn bei Memeon ist kein blauer Rand drum. Das wäre es doch gewesen, dank Gotcha, 100% Memeon mitgenommen, ohne blauen Rand, dann hier Phlegma und Detet einen rosanen Rand gekriegt oder so, einfach aus dem Ei geschlüpft, aus dem 7-Kilometer-Ei, Phlegma, 100% 2 Blaggies gefangen, nimmt man auch noch mit, hier nicht einen schwarzen Rand, ist auch keiner dran, da fehlt der Strich hier in der Mitte, Alexander Ahringer, endlich Shiny Volley in Pokémon Go. Endlich meine Shiny-Ausbeute vom Legios Raid Day in Pokémon Go. Endlich mein 100er Barmelin in Pokémon Go. Wenn da ein endlich zu viel war, beim zweiten Bild vielleicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten steht es doch endlich dort. Barmelin hier, 100%, passt. Kohlemann, ein Hobbelhäschen, es wurde nicht als Gala-Figur ausgewählt und trotzdem 100er. Das ist cool, nimmt man mit. Margo FedEx, 100% Legios. Margo FedEx. Alter Null und Schillernd, Wolli und Raffel aus... Gut, das sind ja die normalen. Das sind nicht die Dönermax-Pokémon, oder? Das könnten jetzt auch die ganz normalen sein. Da ist ja kein Dönerzeichen dran. Also Wolli, Raffel, beides mitgenommen. Dann hier ein Bild, das verwirrt mich. Kann man Döner-Pokémon mega entwickeln? Nein, kannst du nicht. Aber du kannst eins mega entwickeln. Aber du kannst dann keinen Döner mehr draus machen, hieß es. Aber wenn ich doch diese Anzeige habe und tu bei meinem Mega-Pokémon Döner drauf drücken, geht das dann nicht trotzdem, oder wie? Das ist ja ein 100%iges Dynamax-Bisasam. Das kann er natürlich mega entwickeln. Und wenn ich dann auf das Dönerzeichen gehe, dann wird mir diese Mega-Entwicklung meiner Meinung nach doch trotzdem als Döner angezeigt. Vielleicht kann ich nicht mit der Mega-Entwicklung in den Dönerkampf reingehen, aber es müsste doch, wie es hier die Anzeige zumindest, dass man da drückt und es wird dann rot und hässlich. Also sieht cool aus. Also das sieht cool aus, das muss man lassen, das machen wir schnell weg. So, haben die anderen wieder, hätten sie auch, wenn sie einen 100er haben, Döner drücken können, dass du das Döner-100er siehst. Statt das normale 100er und im Hintergrund siehst du ganz leicht nur, dass da ein Döner-Zeichen ist. Jinaya, Shiny Raffle. Shinaya, random aus der Wildnis, ist das zweite, was ich davon angeklickt habe, 100% Groldra. Eigentlich müsste das auch Schocker der Woche sein, denn das Ding ist selten. Beim zweiten das 100er bekommen, gar keine Bonbons großartig dafür. Jeder will das haben, 100% ist bestimmt nice, ob das was kann, weiß ich immer noch nicht. Aber als Schocker der Woche müsste es ja alleine sein und wir haben noch ein zweites 100er Groldra dabei, das sage ich jetzt schon, deswegen ist das nicht Schocker der Woche. Dann haben wir hier Shiny-Ausbeute vom Raid Day bei Jinaya auch 3 Legios bekommen in Shiny. Dann hat sie hier getauscht und ein 100er Volley rausgezogen. Shiny Kyogre mitgenommen bei 4Bro. Sören zeigt sein Lieblings-Pokémon aus der Generation. Das ist nämlich hier Ampharos, was zu Mega-Ampharos wird, was Lucky ist, was 100% ist, was wahrscheinlich auf Level 50 ist. Dann haben wir nochmal Sören, noch ein schöner Sonntagstausch, fehlt noch der Hase, Memeon auch in 100. Glück gehabt, ein Kollege hat ein normales, aber geboostetes 100er bekommen, er hier mit dem Shiny unterwegs, McMaggie dann, mit Mauzi 100, Remoraid Shiny, Legios Shiny, Patrick Kader 100er Volley. Ansonsten nix, weil das 890er ist nicht dem Bockwurst-King, da dürfen wir es nicht erwähnen. Das war noch Zeit, wer das noch weiß. Benjamin nochmal hier. Donner Kyogre im Duo geschafft, das ist aber nur ein Anzeigefehler mit Teamplay. Teamplay war nicht aktiv. 80 Sekunden Restzeit. Das ist cool, oder? 2 Leute gegen Kyogre. Und ihr fragt immer, brauche ich 10 Leute oder noch mehr? Hydropumpe Kyogre im Duo auch geschafft. Sekrom war der MVP. Der hat einfach 3 Hydropumpen getankt. 55 Sekunden Restzeit. Ist schon schwieriger.
Feuerwirbel Spukball Knogger ohne Edelsteine besiegt, ist ein Krypto, 33 Sekunden übrig, sind immer so Challenges, die sich manche Spieler setzen. Seit langem mal wieder ein Shiny in der Rampenlichtstunde, Araqua mitgenommen, Cumulus hier mit dem Shiny Baldorfisch, auch so selten gesehen bisher das Teil, in Shiny, Silber, Silberlila, sieht auf jeden Fall speziell aus, Cumulus, Purmel, 100%, Kyokre, Shiny, Döner Max, Stefan Landei, da ist ja nicht die Pokémon groß, sondern er ist groß und tritt aufs Volley drauf, das ist auch ein cooles Bild. Dann der eine Kurde aus Hamburg, 100% Kroldra. Kroldra, ja, beim dritten Versuch. Da ist der Shenaya jetzt natürlich besser, die hat beim zweiten Encounter das 100er bekommen. Er hat beim dritten das 100er bekommen, aber es ist zweimal 100er Kroldra in der Sendung, also nicht Schocker der Woche. Jetzt kommt aber der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht von Adischatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von, pass auf, haltet euch fest, es ist mal was ganz anderes, von Sören. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Shenaya, das sieht aus wie ein Blitzer. Brainy hat auch was gesagt, das weiß ich aber nicht mehr, aber guckt es euch mal an. Ja, das ist ein Blitzer. Und das ist ja das Geniale. Hätte ich je im Leben gedacht, dass ein Blitzer als Pokestop durchgeht, weil der Bewerter gar nicht geguckt hat, was das ist und nicht erkannt hat, dass es ein Blitzer ist. Aber ein Blitzer ist doch ein Blitzer und das sieht doch aus wie ein Blitzer, aber er schreibt einfach interaktive Metallskulptur mit Lichteffekten. Klar ist das interaktiv, weil du selbst kannst dafür sorgen, dass das Licht leuchtet. Es hat Lichteffekte, ja, es ist nicht einfach nur ein Mast. Es ist ein Mast mit Lichteffekten, der interaktiv ist. Das ist sehr kreativ. Vielleicht wurde derjenige nicht nur für seine Dreistigkeit, sondern auch für seine Kreativität belohnt. Und es wurde einfach dieser Blitzer durchgewunken, weil die Leute es lustig fanden. Interaktive Metallskulptur mit Lichteffekten. Ein Blitzer. Wenn ihr einen Blitzer seht, reicht den mal ein, schreibt was Dummes dazu und dann kommt die Polizei. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.